Was finden wir? Neue Rüstung, Kettenpanzer. Was habe ich denn jetzt ausgerüstet? Das Kochleder. Hiebangriff. Ach, wir probieren es einfach mal aus. Sieht schon knorke aus, muss ich sagen. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Gut, dann gehen wir mal wieder... Ach so, wie kann ich denn die Truhe öffnen? Wie komme ich denn da hin? Ja, wie komme ich da hin? Hallo? Wie komme ich denn da hin? Kann mir das vielleicht mal jemand sagen? Ach, da drüben wahrscheinlich. Dann so, jetzt gucken wir erst nochmal schnell hier. Hui. Ach, hier ist noch eine Truhe. Mit einem Monsterköder, den wir leider schon voll haben. Und da ist noch Gold, was ich vorhin nicht eingesammelt habe. Und hier sind Stäbe, die ich noch nicht zerstört habe. Ach, da ist noch ein Stab, den ich noch nicht zerstört habe. Naja. Ach, da. Guck mal, wen haben wir denn da? Au! Ach, das schaffen die schon mit einem Schlag. Ist hier ein Geheimbereich? Ja! Jetzt geht er halt mal hoch. Gut, da ist er wahrscheinlich zu dick dafür. Wann kommen denn hier mal wieder Hundis? Episch auf den Stein geflogen. Geheimbereich. Rum. So. Finden hier was Tolles. Eine Wurfaxt. So, es ist die Frage, wie komme ich dann da unten hin? Muss ich bestimmt hier weiter? So. Der wäre auch erledigt. Das Gold sammeln wir auch wieder alles fein ein. Truhe. Heilotem. Ach ja, einen Spezialangriff könnte ich ja auch mal wieder ausführen. Checkpoint. Das Weg. Ich bin durch. 5 von 7. Das heißt, 2 fehlen noch. Nach Adam Riese. Ach, jetzt kommen sie schon mit Schilden an. Alter, ich treffe die überhaupt nicht. So. Heilotem. So. So, dann bleibe ich erstmal stehen, bis ich komplett geheilt bin und lasse den erstmal ein bisschen ballern. Und dann machen wir den hier, betäuben den und dann ist er tot. So einfach ist das. Oh, epische Musik. Die jetzt leider geendet hat. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch ein Geheimbereich.
Und ich bin zu dusselig, den zu finden. Ich kann die Kamera auch nicht drehen. Naja gut, wenn hier keiner ist, dann laufen wir halt mal weiter. Was hat er eigentlich in Luft geschwebt? Hm, sieht irgendwie lustig aus. Naja. Habe ich voll, okay. Nein! Ach, Habe ich richtig intelligent hingekriegt. Ach, verdammt. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich es mir gedacht habe, aber... Ah! Na, hörst du auf? Ja, so passiert es jedem, der sich mir in den Weg stellt. Und selbstverständlich auch im richtigen Leben. Da wird nicht lange gefackelt, da gibt es einfach gleich einer sofort aufs Maul. Nee, Spaß. Ah, ja. Ach, ich dachte, das wäre jetzt Geheimbereich 7 gewesen, weil dann hätten wir zum ersten Mal alle gefunden. Aber hier hinten sieht es doch danach aus. Ja, wir haben alle Geheimbereiche gefunden. Und ich habe jetzt gerade nicht gesehen, was ich eingesammelt habe, weil ich mich gerade an der Nase gekratzt habe. Nun gut. Ach so, haben wir voll, okay. Ach Quatsch. Das schafft auch alleine. Oder? Ach, da ist der Schalter. Wenn ich gut werfen kann, dann... Ja, hallo, ich hab doch alle... Ich hatte doch alle vier grün. Ach, dann... Natürlich. Ja, ihr seid so intelligent und lauft durchs Feuer, also... Ach, mir gefällt dieses Spiel. Ich glaube, ich sollte öfters mal solche Spiele let's playen. Das Spiel gibt es übrigens nur auf dem Xbox Live Marktplatz zu kaufen. Ich glaube für... Also, nee, das ist sogar kostenlos runterzuladen, dieses Spiel. Aber wenn ihr die Figur natürlich komplett freischalten wollt, dann müsst ihr, glaube ich, schon ein bisschen was hinlegen. Und zwar macht das Sinn, während das 800 Credits für jeden
Charakter. Also einmal für das Söldnerpaket 800 Microsoft Points, für das Assassine-Paket 800 Microsoft Points und für das Zauberer-Paket, glaube ich, 800 Microsoft Points. Alter! Jetzt reicht's mir aber hier. Mobiles Geschütz aufbauen. Und ich brauche nochmal einen Odem. Scheiße. Was geht denn jetzt hier? Ach, du willst hier noch was. Ja. Also, und ich glaube, es gibt auch das Dreier, also alle drei Pakete zusammen für 1200 Points zu kaufen. Wer das möchte. Also, ich kann das Spiel nur empfehlen. Ist auf jeden Fall, macht auf jeden Fall richtig Gaudi. Und wenn man das zusammenspielt, macht es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gaudi. Aber fürs Let's Play habe ich mir gedacht, ja, machst du erstmal ein Einzel. Und spielst das als Söldner durch. Weil ich halt gerne so auf Schwertkampf und Nahkampf stehe. Und dann haben wir jetzt auch diesen Level hier geschafft. Und wieder kein Silber. Naja. Dafür mache ich jetzt dann aber jetzt schauen wir erst nochmal hier bei dem Händler. Und was gibt's denn hier Feines? Ein Schild. Wir haben 12.000. Noch ein Schild. 13.000. Alles viel zu teuer. Kann ich denn hier nichts verkaufen? Assassine. Nein, ich kann natürlich nichts verkaufen, aber ich kaufe erstmal hier noch. Achso, das ist voll. Naja gut, also ich werde jetzt an dieser Stelle hier eine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.